Grundsätzlich gibt es zwei Wege, um sich der uralten Stätte Pumapunku in Bolivien zu nähern. Entweder erkennen wir darin das steinerne Vermächtnis einer präinkarnischen Zivilisation oder aber das Werk von Außerirdischen. Ja, du hast richtig gehört, denn tatsächlich gelten die präzise ausgearbeiteten Monumentalstrukturen von Pumapunku in bestimmten Kreisen als unanfechtbarer Beweis für den altertümlichen Kontakt mit extraterrestrischen Intelligenzen. Aber braucht es wirklich zwangsläufig Aliens und futuristische Hightech-Technologien, um die Bauwerke der Vergangenheit zu erklären? Oder sollten wir uns eher mit dem Gedanken anfreunden, dass die Fertigkeiten unserer Vorfahren keineswegs so begrenzt waren, wie gemeinhin angenommen? Als Teil der archäologischen Fundstätte Tiwanaku thront Pumapunku stolze 3850 Meter über dem Meeresspiegel. Im Westen Boliviens, in der Nähe des Titicacasees gelegen, haben wir es hier offiziell mit einem künstlich angelegten Plattformhügel zu tun, der sich durch seine terrassenförmige Anordnung, seine gewaltigen Kanäle und seine megalithische Monumentalstruktur auszeichnet, die heutzutage jedoch in Ruinen liegt. Dass Tiwanaku auch abseits von Alien-Theorien zu den rätselhaftesten Fundorten der archäologischen Forschung zählt, ist unbestritten. Aufgrund der besonderen Lage in der Hochebene des Altiplano haben wir es hier nämlich nicht nur mit einem der höchstgelegenen städtischen Zentren überhaupt zu tun, sondern auch mit einer Stätte, die in vielen Punkten einzigartig ist. Dies gilt insbesondere für den Stil der Pumapunku-Architektur, die keinen bekannten Vorläufer in der Andenwelt besitzt und die mit Steinblöcken einhergeht, die so kompliziert ausgearbeitet sind, dass sogar moderne Steinmetze bei dem Versuch scheitern, sie zu reproduzieren. Doch wer waren eigentlich die Menschen, die der Nachwelt dieses steinerne Mysterium hinterlassen haben? Nun, die Antwort auf diese Frage ist alles andere als einfach herauszufinden, denn in den entsprechenden Fachtexten ist diesbezüglich nämlich von gleich mehreren Kulturen die Rede, die Tiwanaku in der Zeit von 1500 vor bis 1200 nach Christus als religiöses und politisches Zentrum nutzten. Grundsätzlich gehen die Experten aber davon aus, dass der übergeordnete Tiwanaku-Staat rund 2000 Jahre lang existierte. Und während er sich südöstlich des Titicacasees entfaltet hatte, dürfte er in seiner Blütezeit eine Fläche von bis zu 600.000 Quadratkilometern umfasst und rund 500.000 Menschen als Zuhause gedient haben. Und selbstverständlich hat die Tiwanaku-Kultur, deren Träger wahrscheinlich die vorinkarnische Huanca-Zivilisation war, ihre Spuren nicht nur in Pumapunku hinterlassen. Im Detail ist es den Bewohnern der Vergangenheit nämlich gelungen, ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem aus dem Boden zu stampfen, welches sich über eine Fläche von mehr als 80 Quadratkilometern erstreckte und den Anbau von Nutzpflanzen wie Kartoffeln, Mais und Quinoa sicherte. Als gesichert gilt aber auch, dass die Tiwanaku-Kultur mehr oder weniger schlagartig unterging. Die Forscher suchen noch immer eine Erklärung dafür, warum diese fortschrittliche Zivilisation um das Jahr 1000 nach Christus endete. Diesbezüglich steht die Vermutung im Raum, dass die Tiwanaku-Kultur einer drastischen Klimaveränderung zum Opfer gefallen ist. Infolge der extremen Trockenheit waren ihre Mitglieder nicht länger dazu imstande, ausreichend Nahrungsmittel anzubauen, sodass sie sich schließlich im Umland verstreuten, ehe sie vollständig verschwanden. Was dafür aber längst noch nicht verschwunden ist, sind die architektonischen Zeitzeugnisse dieses mysteriösen Volkes und mit ihnen die Vermutung, dass sie eine unglaubliche Wahrheit bezeugen könnten. Beweist Tiwanaku die Existenz von Aliens? Wir schreiben das Jahr 1549, als der Konquistador und Chronist Pedro de Siesa de León als erster Europäer über die Reste der Ortschaft Tiwanaku stolpert. Von dem Ruinenfeld vor seinen Augen tief beeindruckt, fragt der Spanier die lokalen Anwohner, ob die Inka die Monumentalstrukturen errichtet hätten, doch diese brechen daraufhin bloß in schallendes Gelächter aus und erklären ihm, dass dies das Werk einer Kultur ist, die lange vor der Ankunft der Inka existierte. Doch während die ortsansässigen Menschen im selben Atemzug nicht wussten, wer für diese architektonische Meisterleistung verantwortlich war, war es für Siesas Zeitgenossen vor allem die Frage nach dem Wie, die einem unlösbaren Mysterium glich. Demnach konnten sich die Chronisten schlichtweg nicht erklären, wie es überhaupt möglich war, derart massive Steine zu bewegen und sie in solch ausgefeilte Form zu bringen. Dass die Frage nach den genauen Bautechniken bis heute ein großes Rätsel verkörpert, wird indes durch einen weiteren, traurigen Umstand erschwert. Tiwanaku zählt nunmehr zu den am meisten geplünderten und zerstörtesten archäologischen Städten ganz Südamerikas. Aufgrund dessen steht heute auch keiner der Monolithblöcke mehr an seiner ursprünglichen Position. Die Strukturen wurden erst im Nachgang und meist dilettantisch wieder aufgebaut, wodurch sie die einstige Tiwanaku-Architektur heute vollkommen verzerren. Was heute auch vollkommen verzerrt wird, ist die Interpretation der entsprechenden Bauwerke.
Nun, sofern man einen konservativen Historiker fragt, versteht sich, denn das alternative Gegenlager ist felsenfest davon überzeugt, dass die Strukturen von Tiwanaku eine schier unglaubliche Wahrheit bezeugen. Und zwar die Tatsache, dass die Völker des Altertums regelmäßig von Außerirdischen besucht wurden. Da sich die Bewohner der Vergangenheit die futuristischen Technologien ihrer exotischen Gäste aber nicht erklären konnten, wurde diesen kurzerhand ein göttlicher Hintergrund zugesprochen. Ein kurzer Blick auf die Motive von Tiwanaku würde bereits genügen, um sich von diesem Umstand zu überzeugen. Naja, das glaubt jedenfalls der Autor und Präastronautiker Erich von Däniken. Mit Blick auf das sogenannte Sonnentor von Tiwanaku gibt von Däniken an, dass wir darauf ganz klar ein fliegendes Wesen, also ein Alien in seinem Raumschiff sehen würden. Des Weiteren würden auch die Inschriften am Giebel des Sonnentors davon berichten, dass das abgebildete Geschöpf einst mit einem UFO auf der Erde abgesetzt wurde. Nun liegt es aber in der Sache der Natur, dass von Dänikens Thesen in der restlichen Forschungswelt nicht nur auf Gegenliebe stoßen, ganz im Gegenteil. In den konservativen Kreisen werden dessen Behauptungen als vollkommen haltlos abgestempelt. Im Detail würde die von ihm als fliegendes Alien gedeutete Figur nämlich gar nicht in der Luft schweben, sondern stattdessen einfach auf einem Podest stehen. Auch die Behauptung, dass die Inschrift des Sonnentors von einem Raumschiff erzähle, sei vollends an den Haaren herbeigezogen. Diese Steinschnitzereien werfen große Fragen auf. Ganz gleich, ob nun außerirdisch oder nicht, die Darstellung der Gottheit bezeugt, dass die Stätte einen religiösen Kontext besaß. Allerdings ist dies bei weitem noch nicht die ganze historische Wahrheit, denn Tiwanaku fungierte nicht nur als bedeutsames Pilgerziel, sondern auch als wichtiges politisches und wirtschaftliches Zentrum. So beherbergte die Ortschaft einst eine dicht konzentrierte Bevölkerung, die in klar abgetrennten Vierteln lebte, welche von massiven Lehmziegelmauern begrenzt waren. Doch auch die häuslichen Strukturen waren eindeutig unterteilt. Hier gab es zum Beispiel Küchen, Schlafstätten und Lagerräume und nicht wenige von ihnen waren um einen kleinen privaten Innenhof herum angelegt. Deutlich größer waren dahingegen die Plätze im Freien, die für gemeinschaftliche Zeremonien und Veranstaltungen genutzt wurden. Zu den weiteren wichtigen Arealen der Städte gehören die Anlagen Kalasasaya, die aufgrund ihrer großen Steinsäulen gelegentlich auch America's Stonehenge genannt wird, und der halbunterirdische Tempel, der für seine bizarren, in die Mauer eingebetteten Köpfe bekannt ist. An dieser Stelle sollten wir jedoch nicht vergessen, dass bislang kaum ein Gebiet von Tiwanaku vollständig ausgegraben oder umfassend kartiert wurde. Eine Ausnahme bildet hierbei das Stadtzentrum mitsamt seinen Monumentalbauten. Doch unterm Strich schlummern noch immer über 90% der Städte im Verborgenen. Wie viele und vor allem welche archäologischen Schätze sich derzeit noch in Tiwanaku verstecken, kann derzeit also niemand sagen. Und doch genügen die bislang aufgedeckten Strukturen aus, um uns mit einer Mischung aus tiefem Staunen und großer Verwunderung zurückzulassen. Blicken wir dazu nur einmal auf die sogenannten H-Blöcke von Pumapunku. Diese präsentieren sich nämlich nicht nur in der Form des namensgebenden Buchstabes und warten mit unglaublich geraden Kanten auf, sondern sind teilweise auch noch exakt einen Meter hoch. Grundsätzlich finden wir derart außergewöhnliche Steinschnitzereien aber an allen Ecken und Enden Pumapunkus vor. Denn ganz gleich, ob die sogenannten Pfeilsteine oder aber die Blöcke, die von den charakteristischen Andenkreuzen geziert werden, praktisch jedes steinerne Relikt bezeugt die erstaunlichen Fähigkeiten seiner Erschaffer. Dazu gesellt sich dann auch noch die Tatsache, dass die unnachahmliche Präzision auf eine schiere Wucht trifft. Der größte bislang entdeckte Monolith ist über 7,80 Meter lang und bringt sage und schreibe 130 Tonnen auf die Waage. Eine Analyse des Materials hat ergeben, dass der Brocken, genau wie der mit 85 Tonnen zweitschwerste Block, aus einem 10 Kilometer entfernten Steinbruch stammt. Darüber, wie es die Arbeiter damals bewerkstelligten, derartige Lasten über solche Entfernungen zu transportieren, können wir jedoch nur spekulieren. Eine Hypothese verweist an dieser Stelle auf eine Kombination aus Seilen, Rampen und schierer Muskelkraft, eine andere auf einer verschollenen Technologie, mithilfe derer die steinernen Kolosse später im Handumdrehen zurechtgeschnitten wurden. Die Geheimnisse von Pumapunku im Visier der modernen Technik. Während die spanischen Eroberer des 16. Jahrhunderts die Städte also noch als unvorstellbar bezeichneten, können wir heute ganz andere Wege einschlagen, um den Geheimnissen der Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Und dort, wo die historischen Rätsel auf die moderne Technik treffen, steht am Ende ein 3D-Modell von Pumapunku, welches die Forscher der University of California in Los Angeles vor einigen Jahren anfertigten.
Im Rahmen ihrer Arbeit hatten sich die Experten auf jene Informationen gestützt, die in den letzten 150 Jahren über Pumapunku zusammengetragen wurden. Und im Anschluss rekonstruierten sie praktisch alles, was sie anhand von Notizen, Beschreibungen, Bildern und Hinweisen in den Ruinen aufdecken konnten. Der maßstabsgetreue 3D-Druck, der auf Grundlage dessen entstand, lieferte den Wissenschaftlern zufolge einen soliden Beweis dafür, dass die Stätte ausdrücklich nicht von Aliens erschaffen wurde. Die Präastronautiker berufen sich hierbei häufig auf die absolute Fremdartigkeit von Pumapunku, doch die Fachleute legten in ihrer Studie dar, dass die Gebäude keineswegs so einzigartig seien, wie gemeinhin angenommen. Demnach könne das Design bereits in zwei anderen nahegelegenen Standorten wiedererkannt werden. Wie bereits angeschnitten, wurden die Strukturen von Tiwanaku im Laufe der Zeit aber immer wieder geplündert und zerstört, und auch Pumapunku stellte dabei keine Ausnahme dar. Folgt man nun aber den Ausführungen der Experten, so machten die Wiederaufbauversuche der Moderne die Sache nur noch verwirrender. Denn es steht schlichtweg kein Stein mehr an seinem vorgesehenen Platz. Und da man davon ausging, dass die Aufmachung der Stätte einzigartig ist, gab es auch keine Vorlage für die Rekonstruktion. Zur Erstellung des neuen Modells zog das Team jedoch Messungen und Referenzen aus historischen Aufzeichnungen zu Rate und übertrug diese in ein virtuelles Modellierungsprogramm. Dabei galt es, millimetergenau zu arbeiten, und die 150 Einzelstücke, die daraus hervorgingen, wurden anschließend nach Größe, Form und Dicke geordnet und auch hinsichtlich ihrer Verzierungen unterteilt. Unterm Strich galt es dann noch, die Gebäude zusammenzupuzzeln. Laut den Forschern half ihnen die taktile Beschaffenheit der Einzelteile maßgeblich dabei, sie intuitiv zusammenzufügen und Pumapunku endlich wieder seine ursprüngliche Form zu verleihen, die jeden Gedanken an eine Beteiligung von Außerirdischen vergessen macht. Ob das 3D-Modell letztlich aber genügt, um auch den eingefleischtesten Alien-Enthusiasten zu bekehren, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und du darfst auf deinem Blatt jetzt gerne den Punkt auf Abonnieren klicken, abhaken. Werde jetzt gern Teil unserer Community und lass dir nie wieder ein neues Video von uns entgehen. Bis bald.